Einen wunderschönen guten Tag hier aus Halle und meine Gäste heute, millionenfach Tonträger verkauft und schwarz bis weiß, jung bis alt, dick bis dünn, alle sind auf deren Konzerten. Ja, herzlich willkommen, Basti, Sam und Digger von The Baseballs. Hallo. 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 Ja, hallo. Hallo. Ich hatte noch nie drei Gäste auf einmal. Ja, echt jetzt nicht. Es gibt immer das erste Mal. Ja. Genau. Hier so Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja, ja. Wir, Popcorn. Popcorn, Espresso und Cola. Espresso und Cola. Ich kann auch gern Popcorn in. Ich meine, mittlerweile kennen ja euch alle. Ich will nicht wissen, wie hat's angefangen oder sonst was. Ich habe mir heute überlegt, was weiß man eigentlich über die nicht? Und dann dachte ich mir, eigentlich weiß man so viel über die. Was würde ich gerne wissen? Und? So ein Rock'n'Roll-Leben. Ich sag doch mal. Frauen, Musik, was auch immer. Ist das noch so, wie man sich das vorstellt bei den Rolling Stones? Genau, da habe ich ganz viele Fragen an euch. Ja, dann schieß mal los. Ist das nicht traurig, dass wir jetzt schon alle fangen mit Nein beantworten? Ja. Aber schieß trotzdem mal los. Ja. Rock'n'Roll und Frauen. Passt gut zusammen. Muss so sein. Ja, also ja, was heißt passt gut zusammen? Natürlich passt nicht jede Frau zum Rock'n'Roll, aber uns gefallen natürlich die Frauen am besten, die eben durch den Rock'n'Roll auch was mit der Zeit anfangen können, also mit den 50er Jahren quasi. Und das ist ja nicht gleich immer, das heißt jetzt nicht, dass wir nur Frauen hinterher gucken, die zufällig gerade einen Petticoat anhaben oder sowas, aber es ist schon immer schön, wenn Leute dieses Retro-Feeling, was ja gerade auch im Kommen ist, nicht nur einfach leben, weil es gerade trendy ist und weil irgendwie gerade ein gepunktetes T-Shirt irgendwo im Kleiderladen hängt. Es ist schon irgendwie cool, wenn man mal eine Frau trifft, mit der man sich unterhält und die kennt dann tatsächlich auch wirklich noch andere Künstler aus den 50ern als Elvis Presley. Und das ist, glaube ich, sowieso ganz wichtig bei uns, dass wir halt sehr gerne mit Frauen auch reden. Beim Espresso. Ja, ein kurzes Gespräch. Man muss ja nicht ins Detail gehen. Passiert da was auf der Tour? Ich glaube, es wäre gelogen, wenn man sagt, dass man keine Möglichkeiten hätte, sowas auszunutzen. Ja, die Möglichkeiten sind schon gegeben, aber ich glaube, wir drei, wir haben ja auch vorher schon Musik gemacht und sind jetzt in so einem Alter, wo man eigentlich schon relativ geerdet auch mit so einer Situation umgehen kann. Also es ist schon so, dass wir eher so den romantischen Teil der 50er Jahre mögen und dadurch, dass man eben schon früher so in anderen Bands gespielt hat und womöglich seine Hörner so ein bisschen abgestoßen hat, sind wir drei jetzt nicht diejenigen, und das ist auch bei unserer Band so eigentlich, dass wir da irgendwie was ausnutzen würden und die Frau oder als Objekt betrachten würden, sondern dass wir eher so sagen, ja, mal ein nettes Käffchen trinken gehen ist auch mal ganz schön. Oder ein Bierchen nach der Show. Oder ein Bierchen nach der Show. Lecker Popcorn. Ja. Cool, ich hatte in der Schulzeit, wir sind ziemlich gleich alt, so einen Typen in der Schule, der sah so aus. Und der sah ganz anders aus als die anderen. Und so stelle ich mir euch auch vor in der Schule. Der hat es gar nicht leicht am Anfang bei uns und irgendwann war der so mit der Coolste in der Schule, wegen dieser Haltung. Wie war es bei euch in der Schulzeit? Ich war immer der Coolste. Schon im Kindergarten. Ich meine, ihr wart so, oder? Also ich bin auch am ersten Tag im Kindergarten auch mit der Sonnenbrille reingekommen. Naja, man war schon so ein bisschen mit seinem Musikgeschmack, glaube ich, so, das ist bei uns allen so gewesen, so ein bisschen alleine, glaube ich. Also das war gerade so, weiß ich nicht, also es waren da ja, 90ern halt war DJ Bobo oder so. Backstreet Boys. DJ Bobby. Ja, so Backstreet Boys, genau. Und dann hieß es natürlich immer so, ach guck mal, da ist der Elvis und die konnten eigentlich nicht so richtig viel damit anfangen. So. Aber dennoch hatte ich jetzt nie so, also ich wurde nie ausgeschlossen, sondern es war eher so, dass die Leute einfach damit klarkamen, dass ich Musik mag und dass ich mir dann auch hin und wieder die Tolle mache oder ja, dass ich halt anders bin dann in der Hinsicht als die anderen. Ich war jetzt nie so der. Nur bei Partys musste man sich immer den Weg oder das Recht auch mal eine Kassette einlegen zu dürfen, musste man sich dann doch erkämpfen. Ich hatte da keine Probleme mit. Nee, ja, schon. Kassette, nee, wieso? Kassette. Kassettenzeit. Was war denn los mit der ganzen Generation? Wieso Backstreet Boys und Kelly Family? Was war mit unserer Generation ja, los? Das wird ja nicht besser. Warum Justin Bieber und Lady Gaga? Das ist ja irgendwie, was willst du da machen? Also das ist ja schön, dass es irgendwie, dass wir auf unseren Konzerten oder irgendwie halt irgendwie ja quasi in unserem Umfeld auch sehen, dass es auch Leute gibt, die eben noch was mit Musik anfangen können, die handgemacht ist. So, also die nicht komplett aus dem Computer kommt. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht damals auch logischerweise zu normalen Partys gegangen wäre, wo halt diese ganze normale Musik gespielt worden ist. Also wirklich normale Musik, weil sie auch im Radio lief und weil sie jeder gehört hat. Und natürlich ist man als Kind oder Jugendlicher eh
immer so ein bisschen im Zugzwang. Also wir sind zwar alle drei Nichtraucher und konnten uns das immer zum Glück selbst verbieten, zu sagen, so, ich lasse mich jetzt davon anstecken, mitzurauchen. Aber es war bei mir zum Beispiel schon so, als ich einmal mit der Tolle in der Schule war und dann die Frage kam, was soll das denn? Da habe ich mir die Tolle auch nur noch nach der Schule gemacht und war davor, habe ich dir mal erzählt. Ne? Also ich habe so, zum Teil passt man sich halt einfach so seinen Freunden an und dem, was gerade so in ist. Egal, ob du jetzt gerade so Plastikschnuller auf dem Schulhof hast, die gerade in sind oder solche Trolls. Ich habe mal eine Zeit lang... Oder Jojos. Jojos waren auch mal in. Ja. Ich habe mal eine Zeit lang, einfach nur um cool zu sein, habe ich mir Drumsticks hinten in die Hose, immer in die Hosentasche gesteckt, die ich einfach immer in der Hosentasche hatte, einfach weil ich es scheiße cool fand. Das hatte irgendwie nichts mit irgendwas auf der Welt zu tun, was mir wichtig gewesen wäre, außer natürlich die Musik und Schlagzeug zu spielen. Aber in dem Moment war es halt ein modisches Accessoire und so versucht sich ja jeder irgendwie in der Gesellschaft einzubringen. Und wir sind vielleicht mittlerweile so herangereift, dass wir wissen, dass es auch gar nicht verkehrt ist, so ein bisschen gegen die Gesellschaft zu steuern, wenn es das denn ist. Wie gesagt, eigentlich ist ja Retro gerade wieder sowas von einem Kommen und jeder Zweite hat ja eine Tolle. Also es ist ja mittlerweile, laufen ja nur noch solche Tollenträger draußen auf der Straße rum. Was mich interessieren würde ist, ihr habt vor einigen Jahren auf einmal einen Erfolg gehabt, der über euch einbricht. Mittlerweile habt ihr eine gute Freundschaft zum Erfolg geschlossen. Was glaubt ihr mittlerweile macht den Erfolg aus? Was ist das verbindende Element, wieso alt, jung und so weiter zusammenkommen auf so einem Konzert? Er spielt sicherlich zum einen eben die Rolle tatsächlich, dass Rock'n'Roll einfach, auch wenn er jetzt nicht immer das beliebteste Genre gerade zu der Zeit ist, aber er ist niemals unbeliebt. Und man muss bloß mal gucken, irgendwie, wenn man auf dem Abiball geht, irgendwie, da läuft Rambler mit Ding Dong irgendwann um zwei, dann rennen auch alle 18-Jährigen auf die Tanzfläche. Kannst du mal irgendwann mal einen anderen Song nennen? Nein, Rambler mit Ding Dong? Okay, da läuft Umbrella von den Baseballs. Oh Gott. Nee, aber also die Leute, raus, ja. Genau, da wollte ich noch. Ich habe gestern auch irgendwas mit Rambler, beim Grafen habe ich Rambler mit Ding Dong als Beispiel. Also, ja, ja, stimmt. Genau. Eigentlich ist Rambler mit Ding Dong kein wirklicher Rock'n'Roll. Ja, aber es ist trotzdem aus der Zeit und steht für diese Zeit und da trotzdem verleitet das auch die Leute immer noch zum Tanzen. Ja, also deswegen, das ist vielleicht auch unser Glück und auch gerade so für den Erfolg vielleicht oder der Grund für den Erfolg auch im Ausland, dass wir weiter diese Musik machen. Und damit, ich meine, man sieht es ja auch, wir sind hier in Halle und selbst, ich meine, auch hier gibt es irgendwie eine Bar, die im Oldschool-Style und im 50s irgendwie Reminiszenz bringt. Und den krassen Flatscreen, der da oben hängt. Ja, der ist echt krass. Ich finde aber gut, dass sie auch die Trikots, die Fußballtrikots extra oben an der Decke versteckt haben. Nein, aber das sehen die Zuschauer nicht. Ja, aber das sind Trikots an der Decke. Das ist ja das Coole. Also man bringt in die moderne Zeit trotzdem noch so den Oldschool-Look oder dieses Feeling und das ist ja das, was es dann auch irgendwo ausmacht. Ne? Also wenn man jetzt einfach genau das nachmachen würde, so wie es irgendwie früher einfach war, das ist halt schon da gewesen. Ne? Also insofern, wenn man es eher, wie sagt man, zitiert, ja, dann finde ich's, dann ist es die ideale Mischung so. Ihr wisst, dass ihr schon ein gutes Stück eures Lebens miteinander teilen werdet. Wie ist es? Wie ist so ein Leben? Haben wir ja schon. Jetzt? Haben wir ja schon, genau. Wir sind im verflixten siebten Jahr, ne? Ja. Es ist tatsächlich so, ich glaube, das könnte man auch so ein bisschen merken. Also letztendlich, sobald man irgendwie auf einmal doch so in den Medien stattfindet, gibt es ja auch ganz viele Leute von außen, die einen immer reinreden und einem erklären, wie jetzt sein Leben aussehen wird in der nächsten Zeit. Und da sprechen dann viele von Band-Collar und sowas und dass es dann diese Momente gibt. Was ich aber tatsächlich ganz faszinierend fand, und das kenne ich jetzt von vielen Freunden von mir und hatte selber früher auch schon mal die Erfahrung gemacht, in so einer Beziehung zum Beispiel ist es halt immer so, dass du so nach zwei Jahren so an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich habe jetzt hier zwei Weichen. Entweder ich gehe Kompromisse ein und werde tolerant Dingen gegenüber, die mir eigentlich nicht passen, oder ich trenne mich von der Frau in dem, also in einer Beziehung. Und ich fand es bei uns war es so ein bisschen ähnlich, so, wobei das kein Stress oder sowas war, den es gab. Aber es gab halt einfach, man war zwei Jahre miteinander unterwegs und hat gemerkt, dass der Schwerpunkt im Leben hat sich logischerweise irgendwie auf eine Arbeit, die wiederum auch Hobby ist, mit Leuten, die man seit zwei Jahren kennt, irgendwie verlagert, wo man sich entscheiden muss, okay, will man das jetzt so weitermachen und dadurch dann zum Beispiel eben Sachen weiter vermissen, wie öfter zu Hause sein oder alte Freunde öfter treffen können, weil das geht dann nicht mehr. Vielleicht auch zwischendurch einfach mal die Ticks der anderen ertragen. Also jeder von uns hat mit Sicherheit Ticks, aber das ist wie halt bei einer Frau auch, da kannst du dich dann entscheiden, ist das für mich in Ordnung, dass sie die Zahnpastatube immer auflässt oder nervt mich das so, dass ich Schluss machen muss. Und ich bin irgendwie froh, dass wir uns alle nach zwei Jahren dazu entschieden haben, zu sagen, okay, das ist hier eigentlich ist diese Band meine Traumfrau.
Nee, Basti. Aber nicht, dass du denkst, wir würden irgendwie im Bus miteinander kuscheln, aber. Was schlagen wir uns nur? Ja. Basti, was ist die schönste Eigenschaft am Ding? Die schönste Eigenschaft ist, dass er auf jeden Fall, also, ist auch geil, ist Eigenschaft, aber. Er hat ein krasses Einstellung zur Arbeit, was halt auch was wichtig ist. Es gibt Momente, wo man echt einfach durchrucken muss und es durchziehen muss. Und zum Beispiel jetzt gerade, wir sind jetzt gerade eine Woche lang unterwegs auf Touren. Wir haben also Promotour, versuchen halt ein bisschen über das Album zu erzählen, überall in ganz Deutschland. Und haben am Sonntag noch das Musikvideo gedreht, was er auch Regie geführt hat. Und quasi jetzt in den Nächten schneidet er dieses Video noch fertig. Und das klingt jetzt total komisch, als wenn man ihn jetzt darauf reduzieren würde, aber das ist tatsächlich in Sonnenphasen für eine Band auch extrem wichtig. Also jetzt in Phasen wie jetzt aktuell, wo es wirklich so, wo ganz viele Sachen parallel stattfinden müssen, dass man auch so, dass man wirklich jemanden hat, der da so durchzieht und sozusagen, wir versuchen dann auf der anderen Seite natürlich ihn irgendwie zu entlasten auf anderen Wegen, zum Beispiel wir essen für ihn oder so. Trefft euch mit schönen Frauen, schickt mir Bilder. Ja, sowas machen wir dann. Immer, das hätte deine Seite haben. Naja, aber das ist echt schon echt sehr viel wert. Also, dass man so bei allem Spaß, den man hat, muss man manchmal einfach auch durchziehen und das macht er gerade wieder diese Woche auch echt heftig. Ich glaube, er und das Gute ist, ich glaube, er treibt uns auch manchmal an, wenn wir dann vielleicht... Ja, wir können uns gar nicht trauen, müde zu werden diese Woche. Das Ding ist so, wenn wir jetzt irgendwie abbauen würden, oder er sofort sagt, Alter, ich habe eine halbe Stunde geschlafen heute Nacht, reißt euch zusammen. So. Das würde ich nie sagen. Nein, aber denken. Ja. Frage ich, Sam, was war die stärkste Sache, die du miterlebt hast am Basti? Die stärkste Sache, ich glaube, da gibt's, also das kann ich eigentlich über beide sagen. Also beide sind, also Menschen, auf die man sich echt verlassen kann. So, ne? Also egal in welcher Situation, bei Basti ist es, also ich wüsste, wenn ich ein Problem habe und das hängt mit den Baseballs zusammen, ja, also sei es ein organisatorisches Ding oder sei es die Steuererklärung oder was weiß ich, ja, also das ist immer irgendwas, also und das kann ich zu, aber genauso über Digger sagen, also es sind zwei Leutchen hier in der Band, worauf man sich, auf die man sich immer verlassen kann, egal wo der Schuh drückt, so, ne? Und das ist halt schon irgendwie wichtig. Kaum ist er 4 cm größer, nennt er uns Leutchen. ja, das ist eigentlich echt eine schöne Sache, weil wenn du wie gesagt so viel unterwegs bist und ich meine, man kennt sich natürlich jetzt schon eine lange Zeit, aber man kennt sich doch nicht das Leben lang, ne? Und wenn man dann trotzdem weiß, man kann sich auf die Menschen verlassen in jeder Situation und sie würden zu einem stehen oder eben dir helfen, egal was für eine Situation du bist, das stärkt einem den Rücken und das ist schon echt gut. Dann frage ich noch zum Schluss Digger Richtung Sam. Was ist an ihm körperlich das Attraktivste? Yeah! So, Digga, das sag doch mal. Ich hätte so schöne Sachen, würde ich sagen. Komm, mal, wirst du wieder reduziert auf dein Model-Face, was du hier... naja, also Sam ist halt, ich glaube, da muss man nicht drum herum reden, das kann man auch als Kumpel sagen, der aufs andere Geschlecht steht, aber Sam ist echt so ein 50er-Jahre-Prototyp-Model, also es ist halt so... er legt natürlich auch viel Wert darauf, dass seine Haare jeden Morgen wirklich perfekt liegen. Und wie man sehen kann, wie hast du gesagt, du spielst Golf in deiner Freizeit? Golf und Schach. Mit sehr schweren Schlägern offensichtlich. Ja. Also Sam legt, aber auch jetzt nicht nur, weil er es irgendwie muss, sondern weil es sein Hobby ist. Und das ist, glaube ich, irgendwie was man schätzen sollte bei solchen Leuten. Legt halt einfach Wert darauf, irgendwie fit zu sein körperlich. Und da kann man ein Komplettpaket draus machen. Da muss man jetzt, also ich habe jetzt auch zum Glück noch nicht alles von dir gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das besser ist als der Rest jetzt von deinem Körper. Zum Schluss nenne ich immer drei Begriffe, bitte, und drei kurze Assoziationen. Ja. Sex. Notwendig. Auf Tour schwierig zu bekommen. Aber kann man ja alles kaufen. Rock'n'Roll. Notwendig. Notwendig. Mein Leben. Kann man nicht kaufen. Um den Sex zu finanzieren. Ne? Dritter Begriff, Tom Össler. Da sollten wir jetzt sagen, dass man das abonnieren soll, ne? Unbedingt. Abonnieren. Genau. Unbedingt abonnieren, wow. Und was sagt ihr jetzt? Wir sagen The Baseballs. Dann sage ich, unser Song für den Eurovision Song Contest. Wow, sind wir spontan. Das ist so toll. Genau. Gut gemacht. Ich kann Triangel spielen. Falls das kann Basti auch. Falls ihr einen Vierten in der Band braucht oder so. Ich könnte mir so ein Leben vorstellen, wie es im Moment wird. Okay. Ansonsten danke ich euch. Vielen Dank. Für das Gespräch. Und... ja, wünsche euch viel Erfolg mit Game Day, dem neuen Album. Ab
heute erhältlich. Und ja, viel Spaß auch in womöglich Dänemark. Ja, mal sehen. Mal schauen. Danke auch euch, meine lieben Abonnenten und mein nächster Gast, Roger Cicero. Bis zum nächsten Mal. Und da ist er auch schon. Achso, zu Hause bleiben. Tschüss.